Ja, guten Morgen, das ist crazy, so viele Menschen am Morgen zu sehen. Genau, da muss ich mich mal kurz reingrooven. Genau, warte mal, ich muss runter, ne? Ja. Genau. Du hast das Thema jetzt schon ein bisschen erzählt, wie gesagt, geil, mal so ein bisschen zu erzählen. Genau, ich wollte eigentlich schon mal das Thema so ein bisschen erläutern und werde das so ein bisschen anhand von meinem Werdegang mal erzählen. Genau, und will direkt schon mal von vornherein am Ende, es wäre cool, wenn er Fragen stellt. Doch oft, genau, werden immer, oder manchmal werden wenig Fragen gestellt. Genau, ich möchte mal ermutigen zu fragen, dass ich jetzt noch nicht mal an alles denke. Ich greife mal so ein bisschen vor und das ist ein Projekt, das ist jetzt schon einige Jahre zurück. Genau, war ja immer ein Thema in der so Graffiti Street Art, passt das irgendwie mit Marken zusammen? Oder ist Graffiti, ist das nicht so was Rebellisches? Wie kann man da nur mit Unternehmen und Industrie irgendwie zusammenarbeiten? Und klar, ich habe da halt auch sehr viele Dinge oder sehr viele Stadien irgendwie durchlaufen und unter anderem waren dann auch mal solche Projekte irgendwie dabei. Genau, was ein paar Jahre später zum Beispiel, es war nur eine kleine Aktion, auch mit dem Getränkehersteller dann halt so aussah. Ne? Also es war am Ende irgendwie schon so eine ganz, also es hat sich auf jeden Fall geändert, aber da gehe ich jetzt mal ganz in Ruhe ein, drauf ein und fange mal an, als ich so ein kleiner Lausebengel war. Ich bin 91er, das ist aber von 92, das hat ein Nachbar mir damals geschenkt, weil ich habe so die erste Berührung mit Graffiti gehabt, als meine Grundschule, auf die ich gegangen bin, wurde gestaltet von, genau, von Punk Graffiti Artist. Und das hat mich, also ich war 7, 8, das hat mich so fasziniert. Und genau, seitdem war ich da irgendwie voll angefixt. Und ne, viele wussten das auch, unter anderem der Nachbar, der mir dann die Bilder geschenkt hat. Und ich hatte dann noch so ein paar andere Erlebnisse, ausschlaggebende Erlebnisse, die mich, ja, die mich halt so geprägt haben und unter anderem diese Skizze, die ich dann in meinem Schulbuch gefunden habe. Genau, die ist von 2003, ich habe das auch so 2003 gefunden und da hat das halt angefangen, ne, die Sucht. Also ich habe ab dem Tag an diese Skizze immer nachgemalt, da unten steht irgendwie Draw Pit oder irgendwie sowas. Ich habe da irgendwas ganz anderes draus gelesen, habe das, hab ja noch gar keine Ahnung gehabt. Einfach angefangen, irgendwas zu kritzeln und genau, Schule war halt langweilig, das hat mich nicht so interessiert. Und habe die Aufgabenblätter immer auf der Rückseite dann bearbeitet. Und genau, mit der Zeit, genau, das ist zum Beispiel auch dann, glaube 2006, so ein Kram gemacht. Man, das ist jetzt ein bisschen abgeschnitten, da unten ist auch schon so ein Kopf zu sehen. Genau, es hat auch schon irgendwie früh angefangen, dass ich auch Gesichter gemalt habe neben Buchstaben. Genau, und habe dann alles durch. Ne? Das ist jetzt, das war dann schon einige Jahre später, liegt aber auch schon wieder einige Jahre zurück. Das ist so 2010 ungefähr. Genau, und habe halt einfach Graffiti gemalt. Das hat mich irgendwie fasziniert, die ganze Hip-Hop-Bewegung, Buchstaben malen. Auch direkt vorneweg der Name, wenn sich einige fragen, Hoka, was heißt das? Das war damals für mich einfach eine Buchstabenkombination. Es geht immer ums Gesamtbild und irgendwie ein K fand ich schön in der Mitte, das kann man so schön groß malen. Ein O und ein E daneben, so ein bisschen kleiner. Also es, der Name, der hat, das ist so ein... Das Ergebnis von dem Prozess, sagen wir mal so. Ja, und genau, von daher, es hat keine große Bedeutung. Einfach gemalt, genau, das waren auch ein paar Jahre später mal in Italien, 2016, glaube ich. Und genau, so, da sieht man dann schon so ein bisschen die typografischen Einflüsse. Wie gesagt, das ist ein bisschen später, das springt jetzt, glaube ich, immer mal chronologisch ein bisschen hin und her. Genau, das ist ein anderes Projekt gewesen, was ich mal in Einbeck gemacht habe. Und genau, da sieht man hier auch schon so ein bisschen die Gesichter, die da schon so ein bisschen drin vorkommen. Da gehe ich später auch nochmal ein bisschen drauf ein. Und genau, das zum Beispiel ist, ich habe damals ich war auf der Hauptschule und habe meinen Lehrer so lange bearbeitet, bis wir haben so Wahlpflichtunterricht gehabt, bis es das Fach Graffiti gab. So, und tatsächlich gab es dann irgendwann die 9. und 10. Klasse und da kam dann damals der Kai, der früher auch gesprüht hat und der hat das Ganze angeleitet und ich habe dann so mit 15, 16, der war auch super jung, 20 oder so, hat aber halt schon Aufträge gemalt und habe mich dann immer mal mitgenommen und ich habe dann mir die ersten Erfahrungen gesammelt und das war bei einem Journalisten von irgendeiner kleinen städtischen Zeitung, genau, der ein Motiv von den Gorillas haben wollte. Es war dann so mit einer der ersten Aufträge, bei denen ich so mitgearbeitet habe.
Genau, so, jetzt mein kleiner Spickzettel, das habe ich übrigens in der Schule gut gelernt, ja. so ist genau, Beweggrund, genau, was ich immer ganz wichtig fände, weil viele fragen sich immer so, Graffiti, was soll das, was machen die da draußen, warum schmieren die Wände voll, so, das ist irgendwie asozial. Und ich glaube, jeder hat natürlich unterschiedliche Beweggründe, aber ich glaube, eine Sache bei mir, und das sehe ich auch bei vielen anderen, also halt so ein bisschen, ich war ein Chaot in der Schule, ADHS und pass auf und bla 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 und nenne mal hier ein bisschen Ritalin oder das und keine Ahnung, ne? So Sachen. Und als Kind denkt man ja, man hat ja irgendwie wieder so Verbundenheit und Aufmerksamkeit haben, wenn man dann merkt, so okay, irgendwie bin ich anders und werde irgendwie abgestempelt. Dann sucht man sich halt vielleicht irgendwas anderes. Und bei mir war es das, wo ich dann gemerkt habe, okay, da kriege ich irgendwie Anerkennung, da kriege ich ein gutes Feedback. Und das war dann so, ich war halt so ein Mangel. So, und aus dem Mangel wollte man natürlich raus. Man wollte einfach, ey, bitte seht mich doch einfach. Und genau, ich glaube, das ist ein Grund, warum man oder warum viele damit anfangen. Und genau, und auch das illegale Malen, glaube ich, da hast du auch so ein bisschen der Reiz, dass auch wieder einmal diese Freiheit, frei zu sein, Autorität. Der Flummi hüpft gerade. Genau, und aber auch die Verbundenheit. Und die Verbundenheit und Aufmerksamkeit im Sinne von, okay, ich kriege irgendwie Feedback, ich kriege Props, man bekommt Fame von anderen. Und die Freiheit, ey, ich mache einfach, was ich will. Ich bin irgendwie gegen das System und alles. Und ich glaube, das sind so zwei tiefe menschliche Bedürfnisse, die man irgendwie hat. Einmal die Freiheit und einmal die Verbundenheit. Und das in dem Moment sein, was, glaube ich, auch viele so Leute haben, die zum Beispiel Extremsport machen oder so. Das ist dann das Freiheitsgefühl in dem Moment, jetzt nicht an die Waschmaschine denken oder so, sondern wenn man irgendwo hochklettert, dann ist man halt genau da. Und so ist das beim... genau, beim illegalen Malen auch. Ich hab nur ein paar Stromkästen bemalt. Wir verraten nichts. Genau, das ist jetzt gar nicht so lange her, das Projekt, aber der nächste Step war, genau, ich war halt so die Schule durchlaufen musste nach der Schule. Nicht so, okay, was mache ich? Die weiterführende Schule, also ich wollte einen Realschulabschluss nachholen, ich wurde nicht genommen. Und habe eine Lehre angefangen und habe Industriemechatroniker gelernt. Genau, das zeige ich, was ganz witzig ist, dass es ein Projekt war, wo ich dann genau irgendwann so einen Aufzugsschacht für einen Architekten gestaltet habe und dachte, ach geil, damit habe ich mal angefangen irgendwo. Und also erst habe ich die gebaut und jetzt beschmiere ich die. Ja, das war ganz schön. Und genau, bin dann so in die Mechatronikerlehre rein, war auch sehr gut mit 16, das hat mich mal so ein bisschen geerdet, ich musste schuften, raus auf die Baustelle und arbeiten, das hat mich sehr ausgeglichen, also es war eine sehr, sehr gute Erfahrung, auch direkt so ins Leben geworfen zu werden, genau, erstmal ackern und ne, dann für ein paar Euros quasi. Genau, aber was mich halt immer begleitet hat, die ganze Zeit, auch während der Lehre, das war zum Beispiel ein Auftrag, den ich mit einem Kumpel damals gemacht habe für den Vater von einem Klassenkameraden aus der Berufsschule. Genau, und wir haben halt, bei mir wusste man halt, okay, der Mumm, der sprüht und wir haben ein Garagentor, willst du das nicht machen? Hier kriegst du eine Currywurst und das Material bezahlt. damit hat es angefangen. Und genau, das war, glaube ich, so 2011, 2012, dann der erste große Auftrag für einen Polizisten, übrigens im Garten. Das ist eine Garagenseitenwand, genau oben war der Entwurf, unten das umgesetzte Bild. Und genau, es war so, dass wir oder ich auch von den Buchstaben dann mal so ein bisschen weg bin, auch fotorealistisch gemalt habe, illustrativ, alles, was irgendwie kam, weil es war halt auch wieder dieses, man hat irgendwie dann auch sehr viel gemacht und hat auch mal nicht geguckt, okay, will ich das machen oder will ich nicht, sondern es war ja so ein bisschen so ein Mangel auch, okay, ich brauche Sprühdosen und ah, cool, es gibt auch Geld dafür und dann man halt noch, ne, wenn man nicht so viele Optionen hat, dann nimmt man auch eher irgendwie mehr an und unter anderem waren dann auch solche Sachen. Da habe ich nicht die Lehre gemacht, war ein Subunternehmer von der Firma, wo ich gelernt habe. Genau, da war ich dann aber schon später aus der Firma rausgenommen und habe denen dann auch die Fassade, die Firmenfassade gestaltet. Genau, und das sind jetzt so
verschiedene Sachen. Das war im Tattoo-Studio. Genau, das war in Mönchengladbach in der Nähe von der Hochschule ein Projekt auch für einen Immobilienmenschen. Und genau, also man sieht so quer durchs Gemüsebeet ist irgendwie alles dabei gewesen an Aufträgen. Und genau, hatte der Spickzettel, genau, die Lehre. Ich habe mich nach der Lehre, ich habe sie 2012 aufgehört, habe dann mein Fachabitur nochmal nachgeholt und habe mich da dann auch selbstständig gemacht, weil da die ersten Aufträge kamen, wo Leute dann noch eine Rechnung haben wollten. Und und vorher, das war, ich habe ja vorher nur Currywürste bekommen und Pommes. Genau. Und jetzt teilweise Projekte, die ich jetzt gerade gezeigt habe, die sind auch schon später. Wie gesagt, das hilft chronologisch so ein bisschen. Aber 2013 habe ich mich dann offiziell angemeldet und genau, habe Fachabitur nachgeholt und war dann halt eh immer so als Sprüher, so zwischen Kunst und Design. Also ich bin dann mal so ein bisschen hin und her gehüpft. Design dachte ich mal, ah, Werbung, nee, irgendwie gegen das System und scheiß Werbung und Industrie. Und Kunst war, wenn ich durch die Kunstakademie gelaufen bin, habe ich mir gedacht, was soll das? Ich hab das gar nicht verstanden. So, ne? Hab immer gemerkt, okay, ich war immer eher so ein bisschen einfach was. Ich meine, Ästhetik, das liegt ja immer, klar, im Auge des Betrachters, aber ich habe halt einfach mal Sachen, die mich so farblich oder technisch, ne, wenn ich gesehen habe, boah, da steckt voll das Handwerk dahinter, das hat mich immer fasziniert. Und genau so bin ich dann in das Designstudium rein, aber eher mit dem Schwerpunkt Foto und Film. Ich habe auch durchs Malen sehr lange immer die Werke natürlich fotografiert und dann viel rumexperimentiert, Videos davon gemacht und genau, habe dann das Studium angefangen. Übrigens mit dem Kilian, der ja auch vor ein paar Monaten mal vorgetragen hat, hier ein Illustrator aus der Stadt, sehr gut. Genau, und habe dann das Designstudium angefangen und habe da dann halt sehr, sehr viel, also klar, Fotofilm war eine Sache, aber ich habe halt unfassbar viel gezeichnet. Ich bin jeden Tag immer sehr lange Strecken Bahn gefahren. Ich komme ursprünglich aus Glehen, Korschenburg, falls das jemand kennt, das ist ein bisschen weiter weg von Krefeld. Habe halt immer sehr lange Fahrten gehabt und habe halt wirklich Unmengen Bücher voll gemalt. Und bin halt, wie man da auch schon sieht, ein bisschen weg von der, vom Graffiti, auch mal ein bisschen weg von diesen ganzen realistischen Sachen. Bin halt immer sehr fasziniert von diesen Graffiti-Tags und Buchstaben allgemein. Aber ein bisschen mehr angefangen. Ne, wie jetzt da, das war eine Font, das gibt es nur von einer Font, die ich im Studio mal gemacht habe. Genau, ich habe dann halt mehr damit gemacht, Kalligrafie, irgendwann mal ein Kalligrafie-Set entdeckt und halt immer durch dieses Tang war halt immer so, wie gesagt, fand ich mega und genau, das war irgendwie, glaube ich, naheliegend, dass dann irgendwann, vielleicht auch ADHS, keine Ahnung, ich dann immer wieder was anderes machen musste. Und habe dann halt echt sehr viel geschrieben, gezeichnet, Quatschfiguren gemacht, die begleiten mich bis heute noch, habe ich sogar auf meinem Spickzettel so eine kleine grinsende Blume drauf. Nee, die lächeln mich die ganze Zeit an. Genau, und das hat auf jeden Fall meine Arbeit schon so, das war auch ein Studienprojekt, genau, das war dann was Illustratives. Und man sieht, ich habe mal sehr viel unterschiedliche Sachen gemacht, wusste nie so genau, wo geht's hin. Ist das... Perfekt. Guck mal, ich kann alles gerne. Ja. Ah. Perfekt. Soll ich das Mikro nehmen? Hallo. Ja. Okay, guck mal, jetzt bin ich doppelt ausgestattet. Perfekt. Redundanz. So, jetzt muss ich hier mal ein bisschen. Das war ein Illustrationskurs. Genau, also Illustration, Kalligrafie, Graffiti, also ganz viele verschiedene Sachen. Wusste auch nie genau so wohin und habe alles Mögliche irgendwie gemacht. Und genau, also mit der Zeit
hat sich dann schon so dieses ganze Typografische auf jeden Fall rausentwickelt, wo ich dann immer mehr Zeit investiert habe. Das Yomaro kennt vielleicht viele hier aus Düsseldorf. Genau, das war das waren so die ersten, wo ich dann angefangen habe, so Tafelbeschriftungsstyle, so ein bisschen das Lettering, Kalligrafie dann auch umzusetzen. Ich bin später auch lange für Vapiano gemacht, überall, wo die so Läden haben. Und genau, wie gesagt, Kalligrafie, Supergas war mal hier auf der GDS, eine Schuhmesse, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Genau, solche Sachen. Also es hat sich dann sehr geändert, Marken kamen halt auch immer mehr rein. Also es ging dann weg von der Eberhard, der seine Garage mit einer Borussia-Raute bemalt hat, hin zu Superga sagt, hier Schuhmesse, bemal mal die Schuhe. Und es ist halt auch so ein bisschen los, dass man, da war es noch so, boah, cool, für eine Marke was machen. Das war irgendwie interessant, da hat man noch nicht überlegt, okay, steht man irgendwie dahinter? Hat man da wirklich Lust drauf? Sondern das war noch, okay, es ist alles neu und immer wieder andere Sachen. Und ich habe damit auch sehr lange, oder was heißt sehr lange, aber so ein paar Mal so Personalisierungsgeschichten gemacht. Das heißt, ich war auf Messen, die Leute konnten kommen, der Eberhard zum Beispiel, und hat dann gesagt, ich hätte gerne Eberhard und Waltraud auf einen Jutebeutel oder sowas. Und das habe ich dann zum Beispiel auch einmal 3 Tage lang gemacht auf einer Messe und saß dann, kam mir halt vor wie an so einer Nähmaschine, weil ich die ganze Zeit wie ein Roboter nur abgearbeitet habe. Und da habe ich mir danach auch gedacht, so, das, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Deswegen, das gab es dann so in so ein paar abgeschwächteren Versionen, habe ich das dann trotzdem mal gemacht, nochmal mit Sprühdose, okay, ist ein bisschen schneller, okay, es kommen nur 30 Leute oder 40 Leute. Und jetzt habe ich mal gesagt, komm, mach's einfach mal, und dann am Ende ist es halt immer Erfahrung. Ne? Also jetzt in den ganzen Jahren habe ich irgendwie so viel Kram gemacht, und da war dann auch vieles, oder jetzt so viel nicht, aber einige Sachen dabei, wo ich jetzt sage, so, das würde ich halt nicht nochmal machen. Aber das, ich glaube auch so, was das Thema dann so Ethos, Haltung etc. angeht, was ich schon mal so auch vorwegnehmen kann, man muss, glaube ich, mal Erfahrung machen, und das selber, das entwickelt sich einfach irgendwann. Also mittlerweile, klar, grenze ich da auch ab und sage, das mache ich nicht, und das wird in 5 Jahren bestimmt auch wieder anders aussehen. Ne? Und jetzt ist halt irgendwie mal im Wandel. Das war ein Tattoo-Studio in Dänemark, genau, das fand ich auch sehr schön, diese Graffiti-Tags, genau, aber so ein bisschen als Pattern, so was Tapetenartiges irgendwie. Finde ich immer noch sehr schön, sowas auch zu machen. Genau, so hat sich das immer geändert. Das war was für mit Adidas und deinen Sportsfreunden. Ich habe so ein Foyer gestaltet. Das war dann auch schon eine Arbeit, wo ich langsam so ein bisschen freier geworden bin und etwas weg bin von den Sachen so mit viel Vorgabe. Ne? Das jetzt zum Beispiel hier, mach mal bitte die Borussia-Raute und eine Currywurst, keine Ahnung. Und dass ich schon so ein bisschen, also da war zwar auch Vorgabe, aber die Arbeit wurde halt immer freier. Beziehungsweise ich habe es so gemacht, dass ich in der Zeit, wo ich sehr viel das Lettering, Typografie gemacht habe, habe ich sehr viel alte Sachen rausgenommen, so ganzen realistischen Sachen. Ich habe da einfach nicht das, ne, einfach so ein Abmalen, das hat mir nicht mehr so Spaß gemacht, und habe dann genau die Sachen präsentiert, so ein bisschen wie ein Bäcker, der Brot verkaufen. Ich habe halt lange immer Brot verkauft, wollte aber eigentlich Torten verkaufen und habe das Brot irgendwann so ein bisschen aus dem Schaufenster genommen, habe halt nach und nach Torten reingestellt. Genau, und die Leute, die wussten, dass ich Brot verkaufe, denen habe ich das dann auch noch unter der Theke, aber auf Rechnung dann genau, ist auch eine recht große Arbeit. Das genau, war dann auch so ein Mix, ne? Kalligrafie, Lettering, Illustration, da kam alles zusammen. Das ist auch gesprüht, tatsächlich sind nur 2 Farben, nur eine gelbe Dose und eine weiße Dose. Mehr braucht es dann manchmal gar nicht. Also die Arbeit wurde da schon angefangen, dass es auch mal etwas weniger wurde. Ich meine, das ist jetzt von 2018, da war ich ja schon relativ lange dann dabei. Und genau, weg von diesem ganzen verschnörkelten, super viele Farben, also super aufwendig, ne, war halt eher das Zeitinvestment davor. Wie es auch heute so bei meiner Arbeit teilweise der Fall ist. Auch noch so ein bisschen Lettering-Kram. Genau, das war, da habe ich nur das Stay Fresh gemacht oben. Das war mit 8 internationalen Künstlern. Das haben wir im Norden von Spanien gemalt. Genau, das ist in Rheinberg. Auch mit einem Hamburger Illustrator zusammen. Der hat es handgemacht. Ich habe das den Schriftzug gemacht. Genau, das war in einem Edeka, in der Getränkeabteilung.
Genau, und halt so ein Begleiter schon auch viele, viele Jahre zurück sind halt die Köpfe gewesen. Also ich habe ja ganz am Anfang mal eine Skizze gezeigt von 2006, wo auch schon so ein Kopf angeschnitten war. Ich habe es nie so mit Proportionen von Körper, Hände, Arm und so gehabt. Und so im Graffiti sieht man das so ab und zu, dass oftmals Gesichter gemacht werden. Das war immer so ein Begleiter von mir. Ich habe halt immer so Gesichter gemalt, habe damit aber jetzt nie so irgendwie mal 2015, 16 angefangen, damit die ersten Leinwände zu malen. Und Fragezeichen habe ich gerade auf dem Kopf. Genau, richtig abgeteilt. Genau, warte, das habe ich in meiner Arbeit, genau, das habe ich schon erzählt, dass meine Arbeit halt freier wurde. Das mit, geil, perfekt. Boah, ich habe mal was für Hongkong gemacht, das war ganz schlimm, auf dem Hurricane Festival, auch so eine Sache, wo ich danach gedacht habe, das mache ich nie wieder, weil erstmal, ich jetzt auch nicht so, oder es ist auch nicht so mein Laden, aber ich stand halt direkt am Eingang und es kamen Unmengen Menschen rein, es hat geregnet, die waren alle betrunken und ich habe die Bühne bemalt und die kamen auch alle, spring mich mal an und alle. Und das war für mich eher als eher introvertierte Person, dachte ich mir so, boah, das hat mir komplett Energie geraubt. Aber so die ganze Zeit, ich habe halt selbst einfach super viel gelernt, super viele verschiedene Sachen gemacht. Habe das ganze Graffiti-Auftragsarbeiten-Ding halt sehr professionalisiert. Ich habe ein Team gehabt mit verschiedenen Leuten immer auf Abruf, einen Grafiker gehabt. Genau, es war halt alles, ja, sehr, so nach vielen Jahren war man da irgendwann echt ganz gut drin. Habe aber immer wieder gemerkt, so, wo waren wir denn hier? So, das ist auch schon ein bisschen älter, das mit dem Kalligrafie-Werkzeug mit einer Reißfeder. Ich habe halt irgendwann einfach gemerkt, boah, das Auftragsding irgendwie macht mir das immer nach Vorgabe und wieder eine Änderung und das und das und das. Das hat mir irgendwie einfach gar keinen Spaß mehr gemacht. Und nur um damit dann das Studium zu finanzieren oder auch so mein Leben zu finanzieren, dann merkt das irgendwie, ist es das nicht. Und wie gesagt, das ist jetzt so 2016. Das war tatsächlich auch so ein erster Druck, den ich gemacht habe, aber halt noch für ganz kleines Geld auch irgendwie mal abgegeben habe an ein paar Freunde. Genau, das sind, ist eine Aquarellarbeit, auch schon alles ein bisschen älter. Ja, und so kamen die Kollegen und Kolleginnen irgendwann mal ins Leben oder kam ein bisschen mehr zum Vorschein, weil ich auch immer wieder darauf angesprochen wurde. Ne, dann so, ey, was ist damit? Kannst du mir nicht mal die Buchstaben weglassen und mal nur damit was machen oder eine Leinwand machen oder mir auf die Wand irgendwie was malen? Und ja. Genau, wieder, was habe ich da gemacht? Genau, weil so war dann irgendwie so ein bisschen so der Wandel da und was am Ende auch so ein, was sehr viel geändert hat, war die Corona-Zeit, als das angefangen hat. Bis dato hatte ich auch schon einige Drucke, Leinwände und sowas gemacht, aber mir da gedacht, ja gut, ich bin jetzt zu Hause. Hab irgendwie, ach, jetzt spielt er die alle nach und nach. Da springen wir mal ganz schnell durch. Das waren jetzt gerade 3D-Arbeiten, die habe ich mit Onomoto, das ist ein Animationsstudio hier aus Düsseldorf, zusammen gemacht. Das war dann in der Corona-Zeit, Sachen sind weggefallen, wir saßen dann alle da und so, was machen wir jetzt? Geil, lass doch mal freie Arbeit machen. Unter anderem habe ich da in Mönchengladbach in meinem alten Atelier viel Leinwände gemacht, habe an Drucken gearbeitet und habe dann 2020 auch einen Online-Shop gestartet. Genau, und habe dann da angefangen, Drucke zu verkaufen, Merchandise, ich glaube ich jetzt nicht an, aber ich habe auch mal Socken gemacht und irgendwie alles Mögliche, wo ich Lust drauf hatte. Und da waren dann die Ads irgendwie einfach ein bisschen präsenter zu der Zeit, weil ich auch ein bisschen müde war von so einem Typografiekram. Genau, die waren dann einfach ein bisschen präsenter und so kam es dann immer mehr, dass ich auch immer mehr angefragt wurde und Leinwände gemalt habe. Und genau, und so die Schrift so ein bisschen, die ist jetzt nicht ganz weg, aber es ist so ein bisschen in den Hintergründen der Zeit. Genau, da ist auch wieder so ein Ding für eine Marke, das ist Engelhorn in Mannheim. Das ist, die haben so nur so sehr, sehr teure Sachen, da gibt es das geil. Die haben Jeans von Prada,
die kosten so 1000 Euro und da sind so Farbkleckse drauf gedruckt und ich stand so mit meiner billigen C&A-Hose von damals komplett versifft, stand ich da und hab mich die Hand gedacht, okay. Das kann man machen, ja. funny. Genau, das ist Gant, das ist in München, glaube ich, da sieht man das. Ja, genau, da hinten ist dann wieder so das Kalligraphie-Thema. Also das hat sich, also Stand heute, das sind so ein bisschen die Sachen, die sich rauskristallisiert haben, jetzt über 20 Jahre, dass ich genau so ein bisschen diese Roots mit realistisch malen etc. abgelegt habe. Graffiti-Style auch weggelegt habe und mich halt mehr auf dieses, mehr Kalligraphie, Typografie und die Gesichter und allgemein so ein bisschen so verspieltere Illustrationen dann konzentriert. Also es ist, genau, es ist in einer Wohnung. Genau, das sind so ganz viele verschiedene Sachen. Ich weiß echt, also ich liebe halt so schöne Dinge einfach. Also ich mag so Ästhetik oder gut produzierte Sachen, wie um die Bronzeskulpturen zum Beispiel, fand ich ein Projekt aus diesem Jahr. Genau, da die Vasen sind mit Reichenbach zusammen gemacht, hier in Deutschland der Porzellanmanufaktur. Der Wein mit einem Winzer aus, hier aus Rheinhessen, das ist ein Naturwein, fand ich auch sehr spannend. Wie die ticken, so die ganzen, also ich habe mich da mit denen getroffen, mit dem Toni, Astoni zusammen, hier aus der Stadt ist das eine Kollaboration. Und genau, es war auch sehr interessant, den Winzer mal zuzuhören, wie die quatschen. Da habe ich mich mit anderen Sprühern gesehen, weil die diskutieren über oh, Schwefel, nee, nee, nee. Und das Sprüher dann so, oh, Beamer, nein, nein, nein. Oder ja, ja, ja. Das war, da war das Match dann einfach direkt da. Genau, Me in All Hotel. Also, und es fing dann an, eine Sache, die ich in der Zeit mit den Aufträgen und außen mit den ganzen Industrie, mit den Companies und so gemerkt habe, immer dieses Entwürfe, Entwürfe, Entwürfe und mehr Korrektur da und da nochmal, keine Ahnung, irgendwie Kram halt hin. Und das zum Beispiel war auch ein Auftrag, hier, mach einfach, wir finden deine Arbeit gut und feel free. Und da habe ich in den vergangenen Jahren gemerkt, okay, weil bei den Entwürfen macht man die Arbeit quasi zweimal. Und ich bin so ein Prozesstyp, das ist glaube ich ein bisschen bei dem Vortrag, dass ich so, dass halt im Prozess die Ideen kommen und wenn ich vor Ort bin und genau, und das ist mittlerweile echt zum Glück immer mehr geworden, dass ich, wenn ich gebucht werde für irgendwas, dass ich ja quasi freie Hand habe. Ich komme dann so vor Ort oder wenn ich jetzt Wohnungen oder sowas mache, sage ich, okay, ich komme vorbei, ich komme früh und dann gucke ich mir das erstmal an, das ganze Surrounding, wie sieht es hier überhaupt aus, was steht hier rum, wie ist das Licht und dann setze ich mich hin und dann mache ich Skizzen für die Sachen, messe ich dann irgendwie ein Raster aus und gucke, wie passt das, wie weit steht man da weg, wie vor, bla bla bla. Ja, nicht so schnell. Genau, das war auch dieses Jahr in Berlin für, mit Porsche zusammen. Genau, und das dann auch wieder fürs Ding halt, ne, dass die Marken wieder mit reinkommen. Und da habe ich auch gar keinen Entwurf für gemacht. Und die haben gesagt, oh, wir finden das cool, was du hier auf dem Ferrari gemacht hast. Mach das doch mal hier auf dem Porsche. Gesagt, ja, perfekt. Genau, bin dann dahin und habe mir den Wagen angeguckt und habe erst vor Ort überhaupt entschieden, was ich mache. Und ich finde, da merke ich dann, okay, da funktioniere ich einfach. Ne? Wenn man mir dann einfach vertraut und ich einfach machen kann, besser als vorher, was soll ich da für einen Entwurf machen. Ne? Mittlerweile, glaube ich, sieht man auch genug. Oder es gibt natürlich Fälle, es kommt immer ein bisschen darauf an, was für ein Projekt das ist. Bei manchen macht es schon Sinn, auch mal vorher eine Skizze zu machen. Genau, das ist auch ein Bronzekopf, eine Bronzeskulptur. Fand ich auch sehr schön, weil es ist eine Skizze, die wurde 3D nachgebaut. Waren also wieder so was Digitales, 3D gedruckt und dann eine Bronzeskulptur draus gemacht mit dieser grünen natürlichen Patina. Und das finde ich irgendwie so ein ganz schönes, das hat mir irgendwie sehr gut gefallen, einfach so was Digitales mit so einem schönen Handwerk einfach, das zu kombinieren. Genau, gibt es ja noch in anderen Farben. Das sind zum Beispiel so Wohnungen, ne? Genau, da war ich dann vor Ort und habe halt vor Ort dann geschaut und die haben gesagt, ah, wir fanden irgendwie die Köpfe und dann ein Kreuz und oben eine Frau und bla bla bla. Genau, dann habe ich da einfach ein bisschen rumgemalt. Genau, das war so auch eine Sache, würde ich jetzt nicht nochmal so machen in der Art. Da habe ich zu Weihnachten irgendwelche, was sind das, so Flaschen
bemalt und das war dann auch wieder so ein Personalisierungsding, wo ich eigentlich sage, nee, eigentlich will ich das nicht machen, aber irgendwie, Diesel, okay, cool, musste ich auch durch und habe danach dann wieder so ein bisschen reflektiert und gesagt, nicht noch mal in der Art. Also gerne irgendwie mal was zusammen, aber jetzt nicht, wie gesagt, so. Genau, bemalte Häuser. Auch ein Projekt, würde ich jetzt so, weiß nicht, super schlimm, aber ganz ehrlich, ich würde es halt so nicht nochmal machen. Ich meine, ich bin eh so im Wasser, trinke die ganze Zeit nur Wasser. Das ist halt nicht so unbedingt. Und da jetzt vor allen Dingen mittlerweile bin ich halt, gerade was Köpfe angeht, gucke ich halt wirklich, okay, wo setze ich die ein und werde nicht für alles irgendwie verbannern. Ne? Das war noch in einer Zeit, wo das gerade so ein bisschen umgeschwungen ist und dann gesagt, ja, komm, oder noch nicht so drüber nachgedacht. Ja, genau, so ein bisschen Zusammenfassung. Also ich glaube, dass was heute, was das Thema auch so mit der künstlerischen Freiheit und so angeht, ich glaube, früher war es die Kirche oder Adelshäuser oder Königshäuser, für die man gearbeitet hat. Und heute ist es dann irgendwie mal Adidas oder Zalando oder irgendeine Marke. Und ich glaube, es braucht ja auch immer irgendwie seine Zeit, um da überhaupt erstmal hinzukommen. Wie gesagt, am Anfang habe ich ja erzählt, der Mangel. Ne? Ich wollte ja irgendwie nur noch das machen, wollte weg von allem anderen, mein Geld damit verdienen. Und waren irgendwie auch ein bisschen darauf angewiesen, weil ich wollte ja die ganze Zeit nur Zeit damit verbringen. Und habe dann auch mal aufgeregt, komm, ist gut bezahlt, machst du dann mal. Und kannst davon wieder das Geld investieren in Bronzeskulpturen oder irgendwas anderes. Oder damals dann andere Sachen, freie Projekte, um die dann immer mehr zu zeigen. Bis dann irgendwann die Auftragsarbeiten weniger, also nach Vorgabe oder die man nicht unbedingt machen möchte, weniger wurden, um freie Sachen zu machen. Ne, also ich kenne, mir fällt jetzt gerade niemand ein, der einfach anfängt zu malen und dann direkt seine Bilder verkauft. Ne, das war halt echt ein langer, ich meine, das hätte ich ja vor 10 Jahren noch nicht gewusst, was ich jetzt mache. Ich dachte, ich mache Filme. Ja, genau, und warte, da habe ich noch einen Punkt, weil eben der Tobias Karol gezeigt wurde. Und ich finde, wenn es so um Werbung und Graffiti, Street Art, wie passt das zusammen, finde ich, machen die ja mit Ambition zum Beispiel ganz gute Arbeit, weil ich es da auch wichtig finde, dass es halt glaubwürdig ist, dass das irgendwie matcht. Und es gibt halt auch viel Werbung, wo dann irgendwie Rap oder Graffiti oder sowas mit eingebracht wird. Und das passt halt einfach gar nicht. Man kauft denen das nicht ab, weil da keiner dabei ist, der irgendwie aus der Szene ist und das irgendwie versteht. Genau, von daher finde ich das auf jeden Fall noch ein Punkt, wenn man was macht, dass das auch irgendwie ja, zusammenpasst, glaubwürdig ist. Genau, was haben wir noch so? Werte, bla bla bla. Genau, das ist jetzt noch eine Sache, abschließend nur in eigener Sache. Genau, Marc ist auch ein toller Supporter. Ich bin Mitglied von Makuyuni Cologne, das ist ein Verein aus Köln. Und genau, wir machen Aktionen, sammeln Geld, um Schulbau, Bildung in Tansania zu ermöglichen. Genau, da stehen inzwischen auch schon 2, 3, sind jetzt ist schon die dritte jetzt, ne? Ja. Schule und genau, ist eine coole Truppe aus Köln und auch von überall sonst her. Genau, ich habe euch mal einen QR-Code gemacht, das wäre so Werbung am Ende. Guckt euch das mal an, das ist echt eine sehr schöne Sache. Und genau, und jetzt gerne mal fragen, wenn ihr was habt. Dankeschön.